Stars wie Brad Pitt, Mila Kunis oder Ashton Kutcher machen es schon. Beziehungsweise machen es nicht. Und zwar sich täglich duschen. Der neue Trend aus Hollywood, Non-Bathing. Nur noch einmal die Woche geht's für Julia Roberts oder Jennifer Aniston unter die Dusche. Der Grund, besser für Haut und Umwelt. Und wie viele duschfreie Tage schaffen die Hessen? Vielleicht 2 Tage. Einen. Ich glaube, ich kann mich selbst schnell nicht mehr riechen. Höchstens 1-2 Tage, wenn es sein muss. 3 Tage. Ist es gesünder, aufs regelmäßige Ganzkörper-Cleaning zu verzichten? Das kommt auf den Hauttyp an, erklärt Hautarzt Ulrich Kühne. Vor allem trockene Haut sollte nicht täglich Wasser und Seife ausgesetzt werden. Bei jedem Waschen, vor allen Dingen wenn wir Seife oder Duschgel verwenden, wird die Lipidschicht, also die Fettschicht auf der Haut entfernt. Und wenn das zu stark passiert, dann trocknet es wirklich aus und dann ist die Hautoberfläche nicht mehr intakt und die Haut wird viel reizbarer, als sie sonst wäre. Ach, und besser für die Umwelt ist das auch. Wer weniger duscht, verbraucht weniger Wasser. Ich finde halt stinken furchtbar. Na klar, es ist gesünder für die Haut, wenn wir nicht dauernd irgendwie Seife oder Wasser auf der Haut haben. Aber ich persönlich, also ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist so ein Wohlfühlding, glaube ich, auch mal unter der Dusche zu stehen und abzuschalten. Seltener duschen heißt nicht, Stinken in Kauf zu nehmen. Da gibt es einen einfachen Trick, die gute alte Katzenwäsche. Körpergeruch entsteht vorwiegend in den Achseln und auch in den Leisten. Erstens liegen da 2 Hautschichten aufeinander, das heißt, der Schweiß kann nicht abdunsten, er bleibt länger stehen und dann wird der Schweiß auch zersetzt durch Bakterien und das führt erst zur Geruchsbildung. Außerdem haben wir in diesen Regionen, Achseln und Genitalregionen, auch andere Schweißdrüsen, die auch einen an sich mehr riechenden Schweiß produzieren. Übrigens, auf Seife ganz verzichten müssen wir nicht. Aber wenn Duschgel, dann einen Blick auf den pH-Wert werfen. Das steht üblicherweise dann auch auf der Packung drauf. Häufig ist ja ein pH-Wert angegeben und der sollte halt kleiner sein als 7. Also so entweder neutral oder ins leicht saure gehen. Und so könnte der Trend aus Hollywood vielleicht auch bald Nachahmer in Hessen finden. Ganz ohne zu müffeln.